Willkommen, meine Sturmtruppler. Es geht weiter mit Kratos und seinem Sohn. Wow, wie ist das denn passiert? Ja, wir wissen ganz genau, wie das passiert ist. Zum Glück warst du nicht dabei und hast stattdessen ein bisschen angucken. Was soll man da überhaupt nur noch? Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Und das ausgiebig. Du wirst sterben. Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. Alles Erdbeben da ausgelöst. So, wo müssen wir dann hier? Hoch. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. Interessant. Vera sei Sohn so langsam darauf vorbereitet. War das schon immer hier? Okay, anscheinend haben wir hier ein neues Rätsel. Ich bin mal darauf. Dann sehe ich mehr. Ja, jetzt warte erst mal, ich hab da was gefunden. Ah, wenn es nur Gold war. Axt. Hm, doch, irgendwie nix. Was ist das? Okay. Aber komm her, Kleiner. Also, hier geht's nicht weiter. Außer über diese Brücke. Ja, da haben wir ja auch schon festgestellt, wie wir das machen müssen. Geh. Geschafft. Junge. Jawohl. Ah, da ist noch was. Ja, ich kann jetzt aber die Axt nicht rufen, die gefriert mir ja durch das Ding. Den Mechanismus. Dieser hängende Eimer? Ein Opferfass? Mutter hat gesagt, Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wo Diebe sie nicht erreichen. Der sah aus, als wäre er sehr alt. Töricht. Was meinst du? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbeten. Jetzt muss ich noch mal das Rad bewegen, weil ich... hat mich halt auf den Eimer hingewiesen. So. Ich sehe etwas da oben. Ja, eine Kiste. Ja, da ist immer ordentlich Zeug drin, ne? Das werden wir irgendwann brauchen. Jetzt gehen wir wieder zum Junge. Ich muss die Axt noch rufen, ne? Das ist so.
Was muss man machen? Ich glaube, muss er einfach nur hochgucken oder wie? Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Kinder fragen immer so viel. Das ist gut umgesetzt. Wo geht's jetzt lang? Ah, du, hey. Axt. Ah, ne, wir müssen nicht. Ne. Das ist mal schön, weil wir doch jetzt schon da oben sind. Das war dann quasi für später, dass die Kette ohne ist. Zack. Oh. Sieh nur. Die ganze Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm. Wir schauen nach vorne. Ob sie wollt, dass das Schutzschild weggeht, tut euch. Kennt ihr sehen? Ich hab mich in der Uni drin jetzt erwischt. Ist da eine Kicht? Ja, da ist eine Kicht. Und wie komme ich denn hin? Naja, das ist nicht wirklich was gebrungen. Kommt der Kleider ruf. Irgendwas muss ich machen mit dem Kleid. Kleiner! Da muss ich doch runter. Na. Ich sollte hoch, aber der Claire kommt nicht mit. Dann geht einfach mal. Komm da. Oh, wie doof. Ich dachte, ich muss eine hochheben. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Na toll. Wir sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Dann los! Konzentration! Fertig? Für
das haben wir doch schon rausgefunden. Ja, das wissen wir doch auch schon. Und dann wird's echt kritisch. Das hätte man vielleicht ein bisschen früher gewusst. Okay, so langsam komme ich wieder rein. In die Kämpferei. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Er weicht mal immer nicht so schnell aus, wie ich es gern würde. Nö, ja, macht er nicht. Alles klar. Und reinholzen, reinholzen, reinholzen. Wenn der Gegner Ammo in der Luft ist, hat er eigentlich die Kontrolle übernommen. Dann kann er nichts mehr machen. So. Wo sind sie jetzt? Wo sind sie jetzt? Ach der. Er schleudert ja Feuer. Wie macht er das? Ja, ja. Der ist halt auch sehr schnell kaputt dadurch. Ja, das wissen wir schon. Das haben wir uns jetzt schon angeguckt. Schade, dass die Meldung nochmal kommen muss. Wo sind sie? Du musst einen Heilungsstein finden. Bing, bing. Ist doch alles gut, Kleiner. Geht, geht. Ich lass die einfach nicht mehr auf die Potte. Ach der, ach oh, scheiße. Halte die Spannung.
Boah. Ich muss mich um Benedikt kümmern. Schön kleiner, dass du immer das sagst. Das hilft aber trotzdem nicht. Komm. Ist ein R3. Rechts 3. Junge, Konzentration! Ja, ich muss einen Heilungsstein finden. Das ist ganz toll. Ah, da ist einer. Was dann? Da ist doch gar nichts. Mensch. Bringt er mich da aus der Hit? So. Raus. Halte die Spannung. In Abwehr stehen bleibe, dann klappt die Sache.
Ding. Jo, dann habe ich doch einen Ground Roll, was ist dann? Hammer's jetzt, sind schon wieder fast am Verrecke, aber scheint's. Wie war ich? Hab ich geholfen? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht meint. Codex. Was auch immer. Da muss man uns halt Armut durchfremeln, ne? Danke, Punkt, oder? Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Junge. Ja. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie... verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Nein, weiß ich nicht. Deswegen rufe ich dich hier. Mal ein bisschen hier umgucken. Na, Sinner, Sinner. Es war zwar nur 8 Stunden Währung, aber es war doch. So. Der Baumstamm da oben drauf ist noch merkwürdig. Aber scheint nichts zu sein. So, da sind die Zeichen im Felsen. Dass man weiß, hier kann man hochklettern. Ich möchte schon. Das wird jetzt schwierig. Alter. Warum wird das schwierig, Junge? Erledigt. Lass dir Zeit beim Schießen. Tempo kostet Präzision. Klar. Der war doch gut erledigt, oder?
Hey, ich glaube, da drüben ist eine Truhe. Oh, wow, endlich wieder voll live. Guck mal, der Junge zeigt uns das erste Mal, dass da eine Truhe ist. Alle andere Truhe hat... wie komme ich denn auf? Alle andere Truhe hat er uns nicht gezeigt. Muss die da was missionemäßiges beinhalten? Oh ja, das erste Mal, dass er so hingreift, ne? Leichter Runenangriff. Ausstoß von Energie, das ist toll. Wähle einen leichten Runenangriff. Okay. Okay. Ja, jetzt habe ich Runen. Das weiß ich nicht. Jeder ruft noch eine Frohe. Jetzt geht's nämlich. Ich glaube, hier kommen wir durch. Los. Danke. Da ist der Berg. Gehen wir. Noch nicht. Sie hält. Siehst du? Irgendwas passiert. Ja, war doch so klar. Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh! Oh klasse! War gar nicht so schlimm! Augen auf! Deine Eile bringt uns um! Tut mir leid! Ihr Leute, gucken euch mal um! Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Nicht tot! Nicht tot! Ach, warum gehe ich dann ahi? Denk dran! Präzision geht vor Tempo! Boah, wie viel Ball gehören die? Mensch, Junge, 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 Junge. Ah! Jawohl, jetzt wird drauf gehauen. Jetzt gibt's alles, was er hat. Achtung, hinter dir! Ist egal, wir sind im Gottmodus. Oh, die Energie war mal gleich weg. Verdammt, nein, der dreht sich halt da nicht rum. Kacke. Denkt dran, Präzision geht vor Tempo.
Zählen, konzentrieren, dann geht die Sache. Aua. Boah, das sind zwei da oben. Also insgesamt drei, wo auf uns schießen. Mann, 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 Mann. Verdammt! Das gibt's doch nicht! Denkt dran! Präzision geht vor Tempo! Nee. Ach, das war leicht ein Fehler. Noch ein Mitrogel. Ich mich langsam unfair erklären. Denkt dran, Präzision geht vor Tempo. Hier gibt es nicht so viele Traugern. Ach Gott, ich komm da nicht durch. Was mache ich falsch? Denk dran, Präzision geht vor Tempo. Go!
Ach Gott, nee. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Wie soll man die schnell backen? Wahnsinn. Denk dran, Präzision geht vor Tempo. Ich hab keinen Bock mehr. Wahnsinn. Wahnsinn, ehrlich Wahnsinn. Wenn du nicht weiterkommst. Denk dran, Präzision geht vor Tempo. Ne, Hyde ist nicht mal da. Denk dran, Präzision geht vor Tempo. Hier gibt es richtig viele Draugern. Oh!
Nimm dir noch mehr Zeit. Es ist egal, wenn du nur ein einziges Mal schießt. Zeig, dass du die Kontrolle hast. Blackouts every other night.